Bitte! Nachladen, 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 nachladen! Komm! Boah, das Teil ist echt langsam. Boah, Gott sei Dank hatte ich jetzt keine. Boah, ich wusste ganz genau, da kommt einer, aber wo? Rechts, links, oben, hinten? Meine Pumpe. Mein Herz. Ah, das sind diese Schreckmomente. Wo? Hab ich irgendwas gehört hier? Ist da oben? Nee. Was ist denn da vorne? Kann ich da vorne rein? Verriegelt. Boah, ich denke immer, da hinten wäre noch was. Jetzt wird es hier echt ein bisschen schauderig. Problem wird ja auch später sein. Also jetzt überschüttet das Spiel einen noch mit Medipacks. Aber wenn man wirklich nicht mehr viel hat. Oh. Jetzt muss ich hier wieder runter. Oder? Ist doch so, oder? Nee. Nee. Ich musste da noch irgendwo lang. Ja, danke. Jetzt bin ich da vollkommen umsonst hingelaufen. Also runter, nochmal bitte hoch. Puh. Boah, jetzt zum Vieh direkt. Was muss ich denn hier machen? Ah, aktivieren da. Okay. Da ist ein Vieh, da ist ein Vieh, da ist ein Vieh. Da war so ein Vieh. Hey, wir haben Saft. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Da. Dankeschön. Frozen Lodge, wir bleiben hier. Eisekammer. Wow, ich muss die Waffe wechseln. Und das mag ich gar nicht, wenn ich jetzt mich irgendwo auf Sprache und sowas. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht. Aua! Ah, fuck. Ich muss nochmal Medipack nehmen. Ah, das ist gut, wenn ihr euch hintereinander stellt. Na komm, einen hast du, glaube ich, noch. Nee, zwei. Ich treff's nicht richtig. Jetzt habe ich getroffen. Ich weiß jetzt vorhin nicht, was er gesagt hat. Das finde ich an so Spielen echt scheiße, wenn die dann irgendwie eine Funknachricht bekommen und gleichzeitig muss ich irgendwo auf Gegner schießen, weil man hat dann einfach keine Zeit, da sich drauf zu konzentrieren. Und dann muss ich euch noch auch erzählen, was ich hier mache. Cool. Ganze Generator hier, wie viel Strom da wohl drin sein mag. Er muss auf jeden Fall das ganze Schiff antreiben. Oh! Ja, was für Physikstudenten hier. Berechnen Sie mir die Ausgangsladung dieses Generators. Okay, da hinten muss ich jetzt lang. Jetzt kann ich da durch. Wahrscheinlich kann ich jetzt auch in diesen Raum, wo ich vorhin langgelaufen bin. Wo ich gesagt habe, da kann ich jetzt noch nichts rein. Ist wahrscheinlich jetzt offen. Könnte man quasi zurückgehen. Es ist in Bearbeitung. Warum dauert das denn so lange? Ach so, ist der Fahrstuhl, okay. Ja, der sieht auch sehr vertrauenswürdig aus. Was denn da? Diese Schleifspuren hier. Okay. Mich würde es interessieren, was für einen Schaden jetzt meine Waffe macht. Ob man das irgendwo sehen kann. Vielleicht in der Bank. Ja. Ich nutze mal die Situation. Ich verweise mal darauf hin. Oh, Jungs. Addet mich bei Facebook. Da bleibt immer auf dem Neuesten, was die Videos angeht. Und auch Projekte und Aktionen. Like das Video bitte, abonniert mich, wenn ihr mich jetzt das erste Mal seht, dann bleibt ihr da auch auf dem Laufenden bei YouTube. Und jetzt gibt es eine Zwischenszene. Endlich mal. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ich wusste, bis zum Sturm zu sterben. Kip! Ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clark, es ist Nathan. Aus dem Wackel, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos.
Unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckelfuß Hunters. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht nicht mehr als ich. Wir haben Ellie gefunden. Yeah! Sprache ist ein bisschen leise, aber das kommt vom Spiel. Wow, hier ist direkt einiges los. Ich geh mal direkt in die Einstellungen. Audio, Lautstärke, Sprache ist halt ein bisschen leise. Wir könnten das jetzt so machen. Wir machen generell alles ein bisschen leiser. Na, klicken geht schneller. So. Dann ist die Sprache mal ein bisschen lauter. Im Verhältnis zu allem. So, jetzt. Was haben wir denn jetzt hier? Textlog. Munitionsclip. Textlog, gucken wir uns mal an. Das System ist extrem weit entfernt. Jenseits aller Siedlungen. Es war immens riskant, blind hineinzufliegen. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir diese Marker-Epidemie stoppen wollen, müssen wir ihren Signalen folgen. Wir müssen die Quelle finden. Santos hat eine Shockbake abgesetzt, damit die Eudora uns folgen kann. Und wir fliegen jetzt auf einen Trümmerhaufen im Orbit zu. Möglicherweise die Überreste einer alten Flotte. Während wir uns... Aufklärungszwecken näherten, wurde unser Schiff von automatisierten Minen attackiert. Wir flogen direkt in das Trümmerfeld und konnten ein halbwegs intaktes Schiff, die CMS Rondoke, bergen. Sie hat keine Energie mehr, aber in ihren Inneren befindet sich noch Luft. Ich habe Buckle ein Schrapnellstück herausoperiert und konnte seinen Zustand stabilisieren. Nachdem wir einen Notsender abgesetzt hatten, ging ich mit Santos los, das Schiff zu erkunden. Wir fanden heraus, dass man den Admiral in ihrem Quartier eingesperrt hatte, da sie offensichtlich wahnsinnig geworden war. Als wir die Tür zu ihrem Zimmer aufbrachen, entdeckten wir eine komplexe Aufzeichnung dieser militärischen Expedition. Der Admiral wusste etwas über die Marker und ihre Verbindung zu diesem Planeten. Allerdings ist alles in Marker-Kauderwelsch geschrieben. Ich kenne nur einen Mann, der das entziffern könnte. Ich hoffe nur, dass Robert ihn findet und der Shockbake wie geplant folgt. Wenn nicht, wird unsere kleine Gruppe entweder verhungern oder ersticken. Und die Menschheit wird aussterben, während die Marker sich immer weiter verbreiten. Okay. Ja. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Background-Info. Ich denke, dass das Textstück von mir spricht. Also, dass ich, der, nicht ich persönlich, nicht ich Silencer, sondern hier der Isaac Clarke, dass er halt derjenige ist, der die Marker-Kauderwelsch übersetzen soll oder muss. Und wir haben jetzt quasi unser kleines Zwischenziel, dass wir Ellie gefunden haben, das haben wir jetzt dann erreicht. Und was haben wir jetzt als nächstes Ziel? Ellies Suche brachte sie hierher, zu diesem verlassenen Schiff, irgendwo im Nirgendwo. Sie behauptet, der Admiral habe etwas über die Marker und die Necromorphs herausgefunden. Sie kann ihre Nachrichten allerdings nicht entziffern. Ich bezweifle es zwar, aber vielleicht verstehe ich ja, was der Admiral sagen wollte. Ich kann das doch schon mal vorwegnehmen. Wir haben das ja schon im Einspieler gesehen, dass es irgendwie eine Lösung des Ganzen geben soll. Irgendwas hat dieser Schneeplanet damit zu tun, dass wir jetzt
diese Necromorphs und halt die Marker dagegen halt etwas tun können. Genaueres weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin als Isaac Clarke bin ich natürlich der Mann, der alles richten kann. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier so drin haben. Ich möchte eigentlich ganz gerne, baue aus Plänen Waffen. Ja, ich habe halt quasi noch keine Sachen, keine Materialien. Verbessere Waffen. Feuerrate hinzufügen. Wähle ein Upgrade Platine aus. Yo. Feuerrate. Ja, die Feuerrate von dem Teil ist eigentlich schon ganz okay, aber gut, machen wir trotzdem. Feuerrate plus 1. So, F zurück. Ich müsste ja auch irgendwo nochmal diese Energieknoten kriegen, womit ich meine eigenen Fähigkeiten vielleicht verbessern kann. Weiß nicht, ob die das hier im Spiel... Oh, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob die das hier im Spiel mit reingenommen haben. Objekte herstellen. Oh, cool. Munitionsclip. Mal 91. Kosten 100. Kosten Altmetall. Ich habe doch eigentlich genug, oder? Ja, okay. Ich dachte jetzt, ich könnte jetzt 91. Ja, gut, die Waffe, die brauche ich nicht. Eigentlich habe ich genug. Ich habe genug Munition und noch genug Medipack. Ah, cool. Ich könnte jetzt da sogar das. Ja, will ich nicht. Erbe springen. Ja. Tutorial wiederholen. Das ist cool. Inhalte zum Herunterladen. Nein. F zurück. Yo! Ich habe jetzt noch nichts. Ich habe vorhin eigentlich nur eine Sache kurz gefunden. Eine kleine. Oh Mund. Ich geh da nochmal rein. Ich will mal was angucken, was ich jetzt vorhin gefunden habe. Konstruktion. Waffe herstellen. Neu. Neuen Rahmen herstellen. Oh, kann ich nicht. Also ich brauche erstmal einen Rahmen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Pläne. Aber meine Sachen, meine Materialien, die ich jetzt habe, kann ich mir jetzt nicht angucken, oder wie? Oder vielleicht auf I, also auf mein Inventar klicken? Rechts sehe ich Ressourcen, Halbleiter, Altmetall. Da, Energiewandler, das habe ich vorhin gefunden, genau. Okay.